Okay, Leute. Viele fragen, was ist die kleinste Motorisierung im E36, um damit driften zu können? In diesem Video wird die Frage beantwortet. Nummern holen. Ich freue mich schon wieder. Eine maßgebliche Sache habe ich ja vergessen zu erwähnen. Da haben manche untergeschrieben, JP hat sich einen 23i geholt. Oder ein 323i oder ein 320i. Nein, er hat sich einen 360i geholt. Jetzt hole ich die roten Nummern. Ich weiß. Applaus. Ha! Das ist lächerlich. Das ist nämlich alles das, was möglich ist. Mehr geht nicht. Und das ist echt ein Witz. Mehr kann man nicht machen. Wollte eigentlich mehr Videos von GP einblenden, aber leider wurden die alle urheberrechtlich mäßig geschützt und alle deswegen gesperrt. Aber das ist das Einzige, was du machen kannst mit dem 316er. Mehr geht echt nicht. Das war's aber auch schon, ey. Das ist echt lächerlich. Das ist wirklich. Und da platzt der Reifen auch schon. Und da ist Feierabend, ey. Nun, also, der 316i braucht nur 112,7 Sekunden. Der 328 7,3 Sekunden. Der schnellste M3 mit 321 PS 5,5. Doch, was ist laut meiner Meinung die kleinste Motorisierung, um gut driften zu können mit dem E36? Ich sage 320i. 320i, ein Sechszylinder, Zweitaktmaschine, 150 PS, knallt auf jeden Fall mit Sportauspuff sehr gut. Auch jetzt nicht so schnell mit 10 Sekunden 100, aber es ist in der Mitte zwischen 316 und 328 von der Beschleunigung her. Und es ist der kleinste Sechszylinder, das ist die kleinste Sechszylindermaschine, hat daher nicht viel Leistung. Auf keinen Fall viel Leistung, 150 PS ist nicht viel, aber auch nicht zu wenig. Es ist die kleinste rein Sechszylinder-Maschine und deswegen ist er stabil. Die Sechszylinder sind laufruhiger, sind stabiler als die Siebzylinder. Guck mal, ich habe Kommentare gelesen, der Motor ist unkaputtbar. 150 PS Heckantrieb und willst du mehr? Und guck mal. Ein E46 318er, der neue 318er 143 ist 9,3 Sekunden 100 und der alte E46 320er mit 150 PS Beispiel, ne, ist 9,9 Sekunden 100. Ne? Also manche 318er wollen der neue E46 Beispiel 318er schneller mit 143 als die alten E36 und die alten E46er 320er, obwohl die 650 PS haben. Aber Sechszylinder mit 150 PS und vor allem auch der neuere 320er mit 170, die sind laufruhiger, die sind stabiler, die machen 399.000 Kilometer ohne Probleme. Und ich blende euch jetzt mal einen Drift ein. Ich habe da so ein cooles Drift-Video gefunden. Und so einem blauen E36-Fahrer, der seit 10 Jahren den E36 hat und nur den Serienmotor fährt. Also den gleichen Motor, den ich habe. 320i, 150 PS. Ne? Und da hat ein relativ cooles Drift-Video hingelegt. Und das werde ich jetzt hier reinzeigen. Und ich hoffe, diese Frage hat sich dann damit beantwortet. Ey. Ich habe ein paar Kollegen gehabt, die 318er, 140 PS, E36 hatten. Die meinten nur Probleme, nur Probleme. Aber der 320i, so als Sechszylinder, offen, dass jetzt wirklich nicht viel Leistung ist. Aber wie gesagt, ist die kleinste 6er-Maschine, deswegen so richtig robust stabil gebaut. Ist wirklich, finde ich, die kleinste Motorisierung, die man sich wirklich holen sollte. Ne? So, die Frage ist mit beantwortet. Und ich sollte noch jemanden zum Geburtstag grüßen. Und zwar Dennis aus Berlin. Hättest du mir jetzt gesagt, wie alt du
geworden bist, ne, da hätte ich vielleicht einen Erschreckschuss so viele Schüsse aus dem Fenster geschossen. Ne? Auf jeden Fall alles Gute dir zum Geburtstag. Ich habe auch sehr treue Zuschauer. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zum grünen Abstoß gibt es noch ein bisschen was Cooles. Und ich wünsche euch gute Nacht und gute Schlacht. Let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy.